Hallo aus Aarhus, heißt es, glaube ich, oder? Ich glaube, das haben sie im Zug so gesagt. Wir sind in Dänemark. Pablo ist auch hier. Hi. Hi. Wir sind gerade angekommen in unser Hotel. Und zwar sind wir im Hotel Oasia. Und wir sind mit dem Zug hierher gefahren. Und ich muss sagen, das war so entspannt. Von Berlin ist echt kein Problem. Nach Hamburg einmal und dann umsteigen. Ich setze mich einmal hin. Und es ist so lustig, weil wenn du über die Grenze bist, wird einmal kurz dein Perso angeguckt und das war's. Und dann bist du über die Grenze und in einem anderen Land. Und es hat echt nicht so lange gedauert, war richtig angenehm. Wir haben uns noch in Hamburg was zu essen gekauft und gegessen. Richtig entspannt. Und wir sind hier, weil morgen ein Event hier ist. Aber wir hatten gesagt, weißt du was, wenn wir schon mal hier sind, Pablo war auch noch nie in Dänemark, bleiben wir einfach ein bisschen länger und erkunden ein bisschen die Stadt. Ich habe mich ja in Kopenhagen verliebt, deswegen bin ich sehr gespannt, wie es hier ist. Wir freuen uns so sehr. Kurze Roomtour. Hier ist die Eingangstür. Dann hier Spiegel mit Schrank, sage ich mal, offen. Ein kleines Bad. Sieht so aus. Und dann der Raum an sich. Sieht so aus. Und ist super gemütlich. Pablo hat sich hier schon gemütlich gemacht. Meinte schon, er möchte den Stuhl gerne mit nach Hause nehmen. Und wir sind richtig nah zum Bahnhof, aber man hört gar nichts. Und wir sind halt richtig zentral gelegen. Und noch eine kleine Anmerkung, weil ich finde, das ist auf jeden Fall wichtig zu sagen. Das Hotel ist total süß, die Lobby ist schön und beim Frühstück gibt es zum Beispiel auch Ingwer-Shots und so weiter. Aber es ist sehr, sehr hellhörig, also gefühlt Papierwände und das bei dem Preis muss man natürlich auf jeden Fall mit einberechnen. Aber zum Beispiel seid ihr komplett in der Nähe vom Hauptbahnhof und man hört gar nichts. Also da wiederum sind die Fenster super isoliert, aber nur, dass ihr einfach Bescheid wisst, ist es ziemlich hellhörig. Übrigens, hier in dem Hotel sind auch einige drin, die mit uns bei einem Event zusammen waren. Und da haben wir auf die gewartet und das ist auch richtig schön. Eher so ein Business-Hotel, aber super edel, super cool. Mit so To-Go-Kaffee und einer eigenen so Arbeitsecke mit Laptops und eine richtig tolle Atmosphäre. Sieht von außen jetzt vielleicht nicht so aus, aber ist echt cool. So, wir sind jetzt hier noch bei einem zweiten Food Market, Food Hall, Aarhus Central Food Market. Das ist direkt gegenüber vom Hauptbahnhof. Das ist, glaube ich, ein bisschen edler als der andere. Dann gucken wir auch mal rein. Hier ist es definitiv ruhiger, ne? Ruhiger, so ein bisschen und edler, eleganter. Genau. Jetzt auch nicht so viel, aber sieht alles sehr, sehr gut aus. Pistachio cake, some meringue, lemon curd, white chocolate mousse, and yeah, that's it. Sounds very good. Bestseller Store und hier gibt es halt alle Marken, die dazugehören, auch Vero Moda zum Beispiel
Und es sieht so schön aus, weil das in einem alten Rathaus ist, hatten die uns gestern erzählt. Und so schöne Sachen, richtig krass. Ich meinte gestern schon beim Dinner, gibt es sowas auch in Deutschland vielleicht? Ich zeig euch das mal, ich habe mir schon ein paar Sachen ausgesucht. Mal sehen, wie sie passen. Guckt mal, wer da gerade bummelt. Hast du schon was gefunden? Ja? Es gibt auch eine Familie, die kennst, sie heißt Yas. Hier, YAS, von denen habe ich auch ein paar Sachen, das ist auch von hier. Richtig krass. Guck mal, hast du hier nach oben geguckt? Nee, noch gar nicht. Guck mal, die Decke. So, wir sind gerade oben und Pablo hat ein Eau de Toilette entdeckt, was er mag. Wie heißt das? Sapphire. Aber die haben hier auch so Stationery, Schreibwaren und so Anzüge. Alles halt so krass schick. Ich fass es nicht. Sogar die Umkleiden sind richtig, richtig schön. Ich habe jetzt gerade mal so eine Jeans einfach anprobiert. Die hat so ein, was heißt das, kleinen Schlag oder Bootcut wahrscheinlich wie früher oder so. Aber die ist richtig stretchig und richtig bequem und sitzt halt hier auch irgendwie ganz gut. Und von der Länge passt sie auch. Das habe ich ja eigentlich auch nie. Ich glaube, die kostet auch nur 35 Euro und es gibt im Moment auch 25% auf alle Jeans, habe ich gerade gesehen. Ach, ist so blöd, dass das Licht gerade so komisch fällt. Aber ich fand das Oberteil hier auch total schön. Ist so ein bisschen, weiß ich nicht, so ganz so fast so samtiges Material oder so. Und ich fand das ganz cool, dass es hier so reingeht. Das hat mir echt gut gefallen. Hinten auch. Wir sind jetzt gerade bei The Burger Shack, heißt es. Und das wurde uns ganz, ganz oft empfohlen. Und wir haben hier Burger bestellt, Pommes. Und die sehen so schön aus. Und die haben ganz verschiedene Mayos mit Estragon, Chili, Trüffel. Das sieht super, super gut aus. Und hier sind noch so Chicken Bucket. Ein Chicken Bucket sieht auch richtig lecker aus. Und jetzt lassen wir es uns gut gehen. Wir sind fertig mit Essen und es war super lecker. Pablo meinte sogar, das war so von den ganzen Burger-Joints und so der beste Burger, den er jemals hatte. Und es war echt lecker. Die Mayos waren so gut. Und ich bin jetzt echt so müde. Aber wir gehen jetzt hier rein in das Kunstmuseum, was uns ungefähr jeder empfohlen hat. Und Pablo meinte gerade, wir sind auch eigentlich ziemlich schnell durch, aber ohne dass uns langweilig war oder dass wir gerast sind, weil uns irgendwas nicht interessiert hat, sondern... Also ohne Überspringen eigentlich. Ist genau, ohne alles Überspringen interessant. Und alles richtig gut erklärt, meinte ich gerade. Es war alles richtig gut beschrieben, auch nicht so hoch, sondern halt wirklich, dass man genau versteht, worum es geht und was genau damit gemeint ist und so. Und wirklich auch interessante Dinge. Absolut, also es war echt, echt gut. Stadt. Richtig krass, richtig cool. Und es ist niemand hier oben. Ich glaube, vielleicht haben die Leute das nicht gesehen oder so, wo der Eingang dazu ist. Das ist richtig cool.
Was hat dir denn am besten gefallen? Irgendwie fand ich es krass, bei diesem Boy zu stehen, dieser riesigen Figur. Mhm. Das hat mich beeindruckt, aber auf jeden Fall irgendwie auch dieses zerfallene Haus. Also die Message war, dass man eigentlich den Weg frei machen soll für neue Dinge, wenn alte Sachen quasi passé sind. Und das hat mich irgendwie beeindruckt, muss ich sagen. Ja, und jetzt gucken wir uns noch das hier an. Human Nature from the Collection. Fertig mit dem Museum und bummeln jetzt ein bisschen durch dieses alte Viertel. Das nennt sich, glaube ich, Latina, bin ich ganz sicher. Auf jeden Fall ist es dafür bekannt, dass die Häuser hier ganz klein und bunt sind und überall sind so Einzelhändler und nicht irgendwie große Stores oder so, die seit Jahrzehnten irgendwie ihren Laden hier haben. Richtig cool. Hier ist zum Beispiel auch Janne König. Kein uralter Laden, aber auch jemand, den ich sehr, sehr schätze, eine Schmuckdesignerin, die super schöne Sachen macht. Und wir bummeln jetzt einfach hier mal ein bisschen ab. Gesprochen. Der meinte, die machen ihren Brot komplett, so Sauerteigbrot selber, dafür sind sie bekannt und auch für den Kaffee, den sie selber rösten. Es riecht super gut hier und die Leute sind auch total im Element, ziemlich voll. Ich kann auch den Kaffeebohnen kaufen, da wird gerade der Kaffee gemacht. Ich bin sehr gespannt. Also wir haben jetzt gerade das Brot bekommen, was sie selber machen, und selbstgemachte Butter. Ein typischer Käse, 2 Jahre gereift, und ein Kaffee, der es jetzt zu einem Wettbewerb, einem nationalen Wettbewerb schafft, der nach Jasmin schmecken soll, also nach verschiedensten Blüten. Heißt Geisha, kommt aus Kolumbien. Bin sehr gespannt auf alles. Klingt alles sehr, sehr gut. Wir haben uns jetzt hier durchprobiert und diese Butter ist der absolute Wahnsinn. So unglaublich lecker. Und dieser Käse vom anderen Stern. Also ich habe wirklich noch nie so einen leckeren Käse gegessen. Du? Nee. Also ich weiß gar nicht, ich kann es gar nicht beschreiben, warum. Weil der ist irgendwie, er ist herzhaft, aber nicht so doll. Ist ja nicht so ein Stinkelkäse irgendwie. Ja, der entwickelt sich auf der Zunge. Richtig lecker. Und die Butter, hat er gerade gesagt, die ist wie so braune Butter, also so fast mit braunem Zucker, also so wie so karamellisiert oder so. Die schmeckt so ein bisschen süß und absolut lecker. Das Brot ist der Hammer. Das ist echt krass. Wir haben jetzt hier unseren zweiten Kaffee. Der kommt aus, Kenia. Kenia. Und der hat gesagt, der hat so ein bisschen Weinnoten. Genau, der soll so ein bisschen weiniger sein. Der Eigentümer, Espen heißt der, hat gerade erzählt, ein Freund von ihm stellt Bier her und aber auch so ein Rhabarber-Drink, Soda. Und es schmeckt so lecker. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist, aber es sieht super schön aus. Und es hat richtig, richtig lecker geschmeckt.
Und wir haben jetzt noch den letzten Kaffee, bevor es zum Dessert geht, laut ihm. Und das ist ein eher klassischer Kaffee aus Brasilien, der so ein bisschen Kakaonoten hat. Also der ist so ein bisschen tiefer, aber alles, was bis jetzt, was wir bis jetzt hatten, war eher so ein mild roast, also nicht so eine dunkle Röstung oder so. Zusammenfassung, ihr müsst hierher kommen, es ist super lecker, der kleine Kuchen ist auch so ein typischer Kuchen, war unglaublich lecker, wir hatten auch gerade noch so einen kleinen Cappuccino, mega, mega gut, ich bin echt vollkommen geschockt und ich glaube, ich habe noch nie einen Café erlebt oder war noch nie in einem Café, wo alles so stimmig war und der Inhaber auch so nett und passioniert, der hat ja auch hinten die Schallplatten, mit denen er die Musik, also spielt den Laden mit der Musik von den Schallplatten von seinen Liebsten, einfach so süß. Pablo meinte auch gerade, es ist so ein bisschen, als wäre das hier so sein Wohnzimmer. Zuletzt schließen wir unseren letzten Abend hier ab, und zwar bei Langhoff&Mühl, richtig? Ein super süßes Restaurant. Ihr müsst hier auf jeden Fall mal in die Straße. Wir sind hier gerade einmal lang gelaufen. Hier war ein toller Sushi. Es sah super toll aus. Sogar der Shawarma sah super gut aus. Ganz viele tolle Bars und Restaurants, einige Möbelgeschäfte und eben auch dieses Restaurant, was auch mehrfach ausgezeichnet ist. Aber selbst dafür ist es trotzdem irgendwie super gemütlich. So, wir sind wieder zurück in unserem Hotelzimmer. Das Essen war heute Abend genauso lecker wie alles andere auch. Also ich bin wirklich sehr erstaunt über die Frische und die Qualität. Und die Leute waren wieder total nett. Wir haben uns voll lange unterhalten. Egal, wo wir waren heute. Und gestern eigentlich auch und die Tage davor auch. Also es ist echt krass. Ich dachte, ich mache mal ein Mini-Haul. Ich habe nicht viel gekauft. Wir waren ja immer nur so zwischendurch so ein bisschen bummeln. Oder haben uns halt einfach die Stadt angeguckt und waren dann mal in dem einen oder anderen Laden drin. Das Erste, was ich gekauft habe, wir waren in einem Laden, das haben mir ganz viele empfohlen, der so ein bisschen sein soll wie das KDW-Magazin. Und da gab es eine Lingerie-Abteilung, ganz, ganz toll, mit ganz vielen Größen, ganz tollen Brands. Unter anderem Simone Perel Paris in einem ganz schicken Beutelchen. Und die Mitarbeiterin war so hilfsbereit, so nett. Falls ihr mal da seid, geht da auf jeden Fall hin. Auch ganz toll eingepackt. Ich zeige euch das jetzt auch nicht lange, weil ich weiß jetzt nicht, wie viele Leute das interessiert, aber ich habe den für mich perfekten BH gefunden. Der war nicht billig, auf gar keinen Fall. Das will ich auch nicht verleugnen, aber ich finde, es lohnt sich halt echt. Gerade bei mir irgendwie ist es immer voll schwer, was zu finden, was hier einfach passt. Und der ist von der Farbe halt so rosé. Und passt deswegen halt auch zu helleren Oberteilen und so. Und der ist halt ganz toll gemacht, weil der so ein bisschen hoch geht. Und ich finde, das sitzt dann halt immer so ein bisschen besser einfach. Ich fand den angezogen auch noch wesentlich schöner als so am Bügel. Und der hat einfach perfekt gesessen. Das hat nicht wehgetan. Ich habe den gar nicht gemerkt. Und das ist halt ein perfekter BH, wenn man ihn nicht merkt. Und ja, deswegen habe ich mir den, kann man auch wirklich sagen, gegönnt. Was ich mir noch gekauft habe, da war in diesem Department Store ein Sephora drin. Und ich liebe ja diese Grabbelecke an der Kasse, wo immer so diese Reisegrößen sind. Und da habe ich mir das mitgenommen. Ich fand, das klang so witzig und ich glaube, ich habe das auch schon tausendmal gesehen. Und zwar von Too Faced Lip Injection Extreme. Instantly Sexy Lips, so ein Lipgloss, der so ein bisschen prickelt auf den Lippen. Und ich liebe ja im Moment einfach so ganz natürliche, aber glossy Lippen. Und das habe ich einfach angesprochen und das gab es da. Und so für unterwegs mag ich sowas ganz gern. Deswegen habe ich mir das mitgenommen. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern ihr da was seht, aber oder inwiefern das irgendwas macht. Aber es schmeckt gut, es ist angenehm, es ist schön glossy und natürlich. Und
Deswegen habe ich ihn mitgenommen. Ich fand das halt irgendwie witzig. Wir haben Wasser gekauft. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Joe and the Juice. Das gibt es in verschiedenen Städten. Das finde ich richtig cool. Die sind auch total lustig da immer, die da arbeiten. Wir haben jetzt einfach nur Wasser gekauft, weil wir durstig waren. Aber dann sind wir da so ein bisschen durch die Beauty-Abteilung. Und da habe ich das gefunden. Magazin oder Magasin du Nord. Dip-in Nail Polish Remover, acetonfrei. Und ich fand, das sah so cool aus, so schick. Und ich dachte, es ist so einer, kennt ihr das noch? Wo man so die Finger reinsteckt quasi. Dass wenn das alle ist, ich da einfach normalen Nagellack reinfüllen kann. Aber es sieht einfach so, so schön aus. Und ich brauchte eh Nagellackentferner. Der hat irgendwie 2 € gekostet oder weniger. 1,50 glaube ich. Dann habe ich den mitgenommen. Und dann waren wir bei Bestseller. Zu Bestseller gehört ja zum Beispiel Vero Moda und dieses YAS Selected und. 1000 Marken. Und es war, also uns wurde gesagt, ihr müsst da rein. Es ist so ein ehemaliges Rathaus. Super schön gemacht. Von innen auch ganz, ganz toll. Und das erste, was ich gesehen habe, war diese Hose. Und sie ist nur schwarz und eigentlich nicht mega auffällig, aber irgendwie ist sie mir aufgefallen. Ich dachte, die muss ich anprobieren. Das ist die gemütlichste Hose ever. Die ist so stretchy und die sitzt richtig gut. Die ist schön high-waisted, aber nicht zu doll. Und dadurch, dass sie so stretchy ist, schneidet die auch nicht so ein. Auf dem Knie so ein bisschen weiter. Ich mag das ja persönlich ganz gern. Und unten ist sie abgeschnitten. Und was ich richtig cool fand, die gab es in verschiedenen Längen. Das wusste ich gar nicht, dass das bei Vero Moda auch der Fall ist. Ich habe jetzt W26 und L30. Und die Länge 30, ich bin ja 1,55, hat mir perfekt gepasst. Also ich war total zufrieden und die hat nur 35 € gekostet und es gab 25% Rabatt heute. Und das war's. Aber es sind auf jeden Fall alles Sachen, die ich benutzen kann. Auf jeden Fall hatten wir eine richtig tolle Zeit. Ich glaube, ich werde das Video hier auch beenden, weil quasi unsere ganze Woche hier war. Aber es war wirklich so, so toll. Ihr müsst auf jeden Fall mal herkommen. Wenn ihr irgendwie Berlin, Hamburg irgendwie so in der Nähe wohnt, dann lohnt es sich sogar, mit dem Zug herzukommen. Also ich fand, es war total schön. Ich liebe Zugfahren. Es war auch von der Zeit noch okay. Super die schöne, angenehme Fahrt und so eine tolle Stadt. Jeder ist auf uns zugekommen, hat uns angesprochen, war interessiert, super nett. Die Kultur ist toll, das Essen war lecker, die Architektur natürlich der absolute Hammer. Also ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, öfter mal hierher zu kommen oder auch so die Gegend auszuchecken, haben mir auch viele von hier empfohlen, weil es da einfach so viele tolle kleine Örtchen gab. Ja, ich hoffe, dass das vielleicht so ein kleiner Eindruck war. Jetzt kein riesiger Travel Guide wie sonst, aber einfach so ein paar Ideen, was man hier machen kann. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und meine Kamera macht immer mehr den. Bis zum nächsten Mal, bis nächste Woche. Ciao!